Im Allgemeinen hört man ja immer, das falsche Betriebskonzept sei der Grund dafür, dass so viele Modellbahnanlagen nicht zu Ende gebaut werden. Aber ist das wirklich so? Wie nicht anders zu erwarten, habe ich eine völlig andere Meinung als der Mainstream der Modellbahnliteratur. Spätestens seit den frühen 1980er Jahren war die offene Rahmenbauweise die Ikone der Modellbahntechnokraten. Sie war und ist ein deterministisches Götzenbild, das jegliche Kreativität auf ein Minimum reduziert. Das wesentliche Problem ist, dass der denkende Mensch jetzt schon nicht mehr der Mensch ist, der er vor 24 Stunden war. Denn er hat ja die Eindrücke der letzten 24 Stunden aufgenommen, reflektiert und seine Einstellungen wo notwendig angepasst. Eine intelligent geplante Modellbahnanlage sollte diese Veränderungen mitgehen können. Aber auch räumliche Veränderungen, beispielsweise aus beruflichen oder familiären Gründen, sollte eine Modellbahn verkraften können. Dieses Video stellt entsprechend verschiedene Konzepte zur Planung einer flexiblen Modellbahn vor. Ebenfalls vorgestellt werden ein paar technische Vorstellungen zu Modulen, die von der oder den Normen abweichen. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage und macht euch eure eigenen Gedanken. Gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Kernanlagen mit variablen Ergänzungen. Grundgedanken zu variablen Anlagen. Warum soll eine Anlage eigentlich variabel sein? Nun, eine Anlage muss nicht variabel sein, aber es erhöht ihre Überlebensdauer, wenn sie variabel ist. Ihre Umgebung reflektierende, denkende Menschen entwickeln sich weiter bis zum Tod. Entsprechend dynamisch sind auch ihre Wünsche und ihre gewünschten Arbeitsergebnisse. Entsprechend unterliegen sie fortlaufenden Veränderungen. Eine Modellbahnplanung als Ergebnis eines abgeschlossenen Prozesses kann diese Wünsche nicht erfüllen. Und eine Modellbahnanlage, die nicht mehr die Wünsche und Träume ihres Erbauers abbildet, ist ein potenziell fehlgeschlagenes Projekt. Die Nichtfertigstellung eines begonnenen Anlagenprojektes hat also verhältnismäßig wenig mit einem nicht passenden Betriebskonzept zu tun. Dies ist zwar das gängige Narrativ der Modellbahntechnokraten, aber für mich als jemanden, der aus der kreativen Ecke der Modellbahn kommt, ist einfach die Frage der Glaubwürdigkeit. Und ich glaube den Technokraten eben nicht. In meinen Augen ist der Weg zu einem erfolgreichen Anlagenprojekt, die Planung und die Gestaltung bzw. die Bautechniken der Anlage so lange wie möglich offen zu halten. Das eben Gesagte gilt natürlich nur für selbstgebaute Modellbahnanlagen. Wenn ein Modellbahnanlagenbauer mit einem Modellbahnanlagenbau beauftragt wird, dann braucht er natürlich verbindliche Pläne, an die er sich halten kann. In diesem Falle wäre eine lange Kreativphase ein Kostentreiber. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was habe ich mir eigentlich unter so einer Kernanlage mit verschiedenen variablen Ergänzungen vorzustellen? Nun, da gibt es verschiedene Konzepte. Im hier gezeigten Beispiel ist die Kernanlage oben links in der Ecke. Darunter und rechts schließen sich verschiedene Module an. Das braune Segment ist der Vierteljahr, die hellgrünen Segmente sind Streckenabschnitte. Durch das Konzept, eine relativ kleine Kernanlage durch Module zu ergänzen, ergibt sich natürlich eine ganz enorme Bandbreite an verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Ob man diese Module nun nach einer eigenen Norm baut oder nach einer der vielen verschiedenen vorhandenen Normen, das bleibt einem selbst überlassen. Wer natürlich ohnehin Interesse an Modulanlagentreffen hat, sollte in der entsprechenden Norm bauen. Im vorliegenden Fall wird das Gesamtbild der Anlage ja durch die Module bestimmt, aber man kann das Verhältnis natürlich auch rumdrehen. Hier im Bild ist eine Rundumanlage zu sehen, die in ihrem Inneren durch zwei Erweiterungen ergänzt wurde. Je nach Lust, Laune und Vorlieben kann man dann natürlich ein Thema durch ein anderes ersetzen. Beispielsweise könnte man eine Fabrik durch ein Betriebswerk, einen Hafen oder was einem gerade in den Sinn kommt ersetzen. Letztendlich sind den Möglichkeiten da kaum Grenzen gesetzt. Aber man kann natürlich auch einfach bestimmte Teile einer festen Anlage austauschbar machen. Dies hat Vorteile, wenn man bestimmte Teile der Anlage besonders gut detaillieren will oder einfach nur austauschen und durch andere Szenen ersetzen will. Und dann gäbe es da noch eine andere Variante, die ich selbst als Kratonstrategie bezeichne. Kratone bilden ja die Basis der meisten Kontinente. Ähnlich ist das bei dieser Modellbahnstrategie. Es werden diverse Kernbereiche gestaltet, aber die Verbindungslinien dazwischen sind variabel. Das heißt letztendlich, die Anlage besteht aus mehreren Teilen mit unterschiedlicher Wichtigkeit.
Im Falle eines Umzugs lässt sich die Anlage also in verschiedene mehr oder weniger leicht zu transportierende Teile zerlegen. Nach einem potenziellen Umzug müssten also nur die untergeordneten Verbindungselemente neu angepasst werden. Natürlich lässt sich die Anlage den veränderten Vorstellungen eines Erbauers auch leicht anpassen. Und genau mit dieser leichten Anpassbarkeit an verschiedene Lebensverhältnisse erweist sich dieses Modellbahnkonzept als verhältnismäßig modern. Dieses Modellbahnkonzept erfüllt also genau die Anforderungen, die die moderne Arbeitswelt an den Arbeitnehmer von heute stellt. Vorstellbare technische Lösungen. Wenn man variable Anlagenteile baut, stellt sich natürlich die Frage, wie stelle ich die elektrischen Verbindungen her? Einem Vintage-Hi-Fi-Fan wie mir kommt dabei natürlich sofort der 6,3 mm Klinkenstecker in den Sinn. Er ist billig, absolut preiswert, robuste und bewährte Technik. Durch seine Bauvarianten mit gerader oder mit 90 Grad abgewinkelter Kabelzuführung ist er nahezu überall einsetzbar. Wenn man jetzt beispielsweise die Buchsen höhenverstellbar an die Anlage anbindet, kann man über die Klinkenstecker einerseits die elektrischen Verbindungen herstellen und andererseits das eingesetzte Teil genau justieren. Wenn an jeder Anlagenecke ein Stereo-Klinkenstecker angebracht wird, dann können auf diese Art und Weise sämtliche notwendigen elektrischen Ströme durch das Modul oder durch den Anlagenteil hindurch geleitet werden. Hier ist mal so ein Bild für einen relativ selten entfernten Anlagenteil und eine elektrische Absturzsicherung. Eine kurze Erklärung zu dem hier zu sehenden Schaltbild. Ganz oben ist die Leitung für den Lichtstrom zu sehen. Meistens verwende ich dafür einen separaten Trafo, um die Helligkeit der Leuchtmittel einfach ein bisschen runterzudrehen. Deshalb brauche ich für den Lichtstrom normalerweise zwei Leitungen. Interessanter in diesem Schaltbild ist aber der Fahrstrom. Er wird so geleitet, dass bei herausgenommenem Einleger die letzten Streckenbereiche vor der Lücke stromlos sind. Die Länge des stromlosen Teils muss natürlich so gewählt werden, dass auch die Lok mit dem längsten Auslauf nicht abstürzen kann. Vergleichbare Installationen lassen sich natürlich auch mit Modulen realisieren. Allerdings sollten die Klinkverbindungen dann vermutlich besser horizontal eingebaut werden. Links zu verschiedenen angesprochenen Bauteilen findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Aber die eben gezeigte Vorgehensweise eignet sich nicht nur für Einleger, auch Module können mit ihr gebaut werden. Ausgehend von einem Startmodul können beliebig viele Anbaumodule verwendet werden. Wo notwendig, kann so ein Anlagenarm durch ein Endmodul abgeschlossen werden. Ein gewisser Nachteil dieser Modulkonzeption ist, dass Kurvensegmente entweder rechtsrum oder linksrum gehen können. Abhilfe kann hier beispielsweise ein sogenanntes Stützmodul schaffen. Es ist hier blau eingezeichnet. Neben der statisch tragenden Funktion hat es natürlich auch eine elektrisch verbindende Funktion. Wie dem auch sei, dieses Stützmodul bewirkt, dass ein Kurvenmodul rechtsrum oder linksrum eingebaut werden kann. Ebenfalls durch eine 180-Grad-Drehung eines Moduls entsteht die Möglichkeit, einen Einleger, hier blassgrün gekennzeichnet, einzubauen. Die Beine der Module sollten übrigens entfernbar konstruiert sein. Das ist aus ganz verschiedenen Gründen sinnvoll. Beispielsweise beim Transport der Anlage von einem Raum der Wohnung in einen anderen Raum der Wohnung können die Beine ganz schön hinderlich sein. Aber auch beim Transport der Module im Auto sind die Beine eigentlich nur im Weg. Ein weiterer Punkt: Die Wandmontage von Modellbahnen wird immer beliebter. Das gilt auch und besonders bei Multideckanlagen. Speziell die oberen Decks sollten möglichst keine Stützbeine haben. Apropos Stützbeine, denen sollten wir auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen. Die Längenverstellung eines Modulbeins ist üblicherweise am unteren Ende angebracht. Wenn man nicht gerade ein ausgesprochener Freund der devoten Körperhaltung in der Öffentlichkeit ist, dann ist dies nahezu der ungünstigste vorstellbare Ort. In meinen Augen sitzt eine intelligente Längenverstellung eines Modulbeins etwa auf Oberschenkel bis Hüfthöhe. In diesem Fall kann man nämlich selbst das Höhenniveau des Moduls beobachten, während man es verstellt. Allerdings ist so ein Modulbein etwas aufwendiger konstruiert als sonst üblich. So ein Modulbein besteht aus drei Teilen, die durch zwei gegenläufige Gewindestangen zusammengehalten werden. Während der obere und der untere Teil Vierkanthölzer sind, ist der mittlere Teil ein Rundholz. Jeweils genau in die Mitte der Hölzer wird ein Loch gebohrt, das ausreichend groß ist, um die Gewindestange aufzunehmen. Je nach Vorliebe kommt in das Loch entweder eine Einschlagmutter oder eine Einschraubmutter. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass der Gewindetyp der richtige ist, also entweder Rechts- oder Linksgewinde. Und die passende Gewindegröße sollte es natürlich auch sein. Wenn man auf die Idee kommt, an einem Modultreffen anderer Normen teilzunehmen, braucht man natürlich einerseits ein Übergangsmodul und andererseits passend lange Standbeine für alle einzubindenden Module.
Mit etwas Engagement könnte man also, wenn man wollte, auch sein Modulinseldasein verlassen. So, wieder ist ein Ende des Filmes erreicht. Wem der Film gefallen hat, der kann ein Like oder einen Kommentar dalassen. Wer mehr von diesen Filmen sehen will, der sollte den Kanal abonnieren. Wer über jeden neuen Film von mir benachrichtigt werden will, sollte nach dem Abonnieren auf das Glöckchen klicken. Ansonsten wäre es sehr hilfreich, bei einem Dislike einen Kommentar zu hinterlassen, was genau an dem Film nicht gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal.